Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Bodo ist da, ich, Ronny, bin da. Was kann das bedeuten? Natürlich eine neue Folge von Angebissen. Okay, du kennst den Titel schon und es handelt sich um finnische Spezialitäten aus Finnland sozusagen. Und es ist wieder Verpackungsmaterial drin und nein, das kann man nicht essen. Insider wissen warum. Und ich greife einfach mal rein. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Ich war noch nie in Finnland. Es ist sehr, sehr nördlich. Und die Smurfs, kommen die nicht auch von da, die Schlümpfe, oder war das Französisch? Na egal, wir haben hier auf jeden Fall Dammel Original. Das sieht nach Karamell aus. Und die ruppen wir jetzt mal auf und nehmen eine weiter verpackte Einheit raus und beißen da rein. So, Vollmilchschokolade würde ich sagen. Hm. Karamell, oh lecker. Ui. Mmh. Das ist ja schon mal richtig top. Weiches Toffee, Milchschokolade, Überzug, Zutaten, Mandeln und Weizen enthalten. Na gut, das ist nur Toffee, nicht Karamell. Ist auch Karamell, oder? Ach egal, schmeckt gut. Mmh. Mmh. Lakritz. Halva. Acta Original. Salmia Kamito. Kimato, so rum. Okay. Lakritze. Wahrscheinlich etwas intensiver. Oh, da freue ich mich schon drauf. Das sieht gut aus. Das sind halt diese Lakritzstangen. Ach, abgebissen. Salmiak. Da steht ja bei Lakritze dafür, dass es kräftiger ist. Es gibt ja unterschiedliche Stufen bei Lakritze. Das ist ja mit Schokolade auch so. Das ist natürlich ein bisschen kräftiger. Viel kann man davon auch nicht am Stück essen. Aber auch lecker. Aber nur, wenn man Lakritze mag. Ich mag Lakritze. Mich stört es nicht. Aber gehen wir zum nächsten weiter. Tupla Maxi. Oh, Kakao-Nougat-Fülle. Das sieht aus nach, wie kennt man das? Kakao. Hat jetzt gar nicht so einen großen Eingeschmack. Also kann ich nicht mehr sagen, es soll Nougat da drin sein, aber auf jeden Fall bissfest. Da hat man ein bisschen was zu kauen. Eine Schokowaffel. Kinawawa von Fazza. Neu. Brechen wir mal was ab. Da haben wir die Schokowaffeln. Also das kennt man auf jeden Fall auch. Als DDR-Kind auf jeden Fall. Oder danach auch, glaube ich, noch. Gibt es in der Form ja auch von anderen Herstellern natürlich auch ganz normal bei uns zu kaufen. Immer wieder eine Wohltat. Momin. Fruchtcandies. Also das Vieh kenne ich. Das ist irgendwie so eine Comic-Serie gewesen. Die Momins. Aber ich kann es nicht mehr einordnen. Da müsste ich, glaube ich, nachgoogeln. Computer. Wer sind die Momins? Die Momins sind von der finnlandschwedischen Schriftstellerin Tove Jansson erfundene, nilpferdartige Trollwesen. Nilpferdartige Trollwesen. Da habt ihr eine Antwort. Computer? Danke. Stets zu Diensten. Oh, jetzt habe ich es ganz aufgerissen. Na toll. So, da haben wir hier die Momins. Sieht eher aus wie der Sandmann. Gut, das ist hier so ein Nilpferd, das ist hier der Sandmann. Den machen wir erstmal weg. Wenn ich das Logo hier von Fazza sehe oder Fazza, denke ich irgendwie an Nivea. Sieht so ähnlich aus wie die kreisrunde Dose mit der Handcreme. Gummitiere, die schmecken gut. Hier steht sogar drauf, nach was es schmecken soll. Egal, also das isst man auch so weg. Da muss ich gar nicht wissen, was drin ist. Oh, Makulaku. Happy Mix. Das klingt jetzt nach Haribo mit verschiedenen, oh, Lakritze. Guck mal hier rein. Mh, das sieht gut aus. Welche nehmen wir denn da? Die? Ach, das ist mit dem süßen Zeug wieder gemischt. Also Lakritze und dann diese süße, was ist das überhaupt? Da lag ich jetzt mit der Vermutung Haribo gar nicht so falsch. Ist jetzt nicht von Haribo, schmeckt aber so. So ähnlich. Ist nur nicht ganz so süß. Aber ist trotzdem irgendwie süß. Und die Lakritze, die ist ganz seicht im Vergleich zu der ersten Stange, die ich hier gegessen habe. Für Lakritz-Fans auf jeden Fall nicht schlecht. Ich sagte doch, gibt es von verschiedenen Herstellern. Gut, ist wieder von Fazza, aber
nochmal eine Schoko-Waffel. Hier rechnen wir uns mal was ab. Aber es kann jetzt, glaube ich, auch gar nicht groß anders schmecken. Schmeckt genauso. Immer noch lecker. Pektuspastillen. Da kann ich mir jetzt irgendwie gar nichts drunter vorstellen. Oh, man kann es nicht lesen, aber es schmeckt irgendwie so ein bisschen nach Pfefferminz. Also so, na, Hustenbonbon nicht, aber in Richtung Pfefferminz, würde ich sagen. Oder Minze oder sowas in die Richtung. Also man merkt wieder so, wie es so im Mund so ein bisschen ausgas. Also wenn ihr wisst, was ich meine, dann wisst ihr, was ich meine. Es ist auf jeden Fall auch nicht, dass man da so eine Menge von essen kann. Schmeckt dann irgendwie nach dem dritten schon nicht mehr so unbedingt. Lakritzi Schoko. Schokolakritze. Das habe ich jetzt mal spontan übersetzt. Und siehe da. Schokolakritze. Jetzt sieht aus wie verschimmelt. Schmeckt nach Schokolade. Ganz, ganz, ganz leicht süß. Die Lakritze nimmt man eigentlich gar nicht so wahr. Aber es ist auch lecker. Tutti Frutti. Da gab es doch früher in den 70ern, 80ern eine Show, ne? Tutti Frutti Ringe. Gelatine frei. Da haben wir hier was Schwarzes. Lakritze. Schmeckt ein bisschen wie die Lakritzfische. Oh, was Buntes. Melone? Kiwi-Melone, okay. Und das war salzige Likori. Ja, wenn ich wüsste, was Likori ist. Okay. Gehört jetzt nicht zu meinen Favoriten, aber kann man auch wegessen. Ice Coffee and Mud Cake. Schmutzkuchen. Infused into delicious milk chocolate. Schmutzkuchen in travinös integriert in köstliche Milchschokolade. Gut, das war jetzt ein bisschen trocken übersetzt, aber irgendwie so will das wohl gemeint sein. Knack. Und nochmal knack. Jetzt bin ich ja gespannt. Intravenös. Dann haben die dann hier in die Schokolade. Oh. Wow. Das riecht gut. Oh. Kaffee. Also die Note kommt auf jeden Fall raus. Man sieht ja auch die trockenen Stücke vom Schmutzkuchen. Das ist ein Aroma. Der Kaffee ist krass. Man hat halt feste Schokolade und diese Schmutzkuchenkrümel, die sind nochmal fester. Die merkt man auch richtig raus. Kommt mir aber auch bekannt vor, der Geschmack. So, auf zum nächsten. Was haben wir denn da? Susu Original. Sieht jetzt auch irgendwie nach Karamell aus und Nüssen. So wie Laien, würde ich jetzt sagen. Ach so, eine Puffreis-Dinger sind das. Und alles gar nicht so süß, das finde ich irgendwie ganz gut. Also nicht so extrem süß. X-Salt, Salmiakki. Salty Licorice, Salty Lakritz. Also Salzlakritz ist doch nur. Das Likoris ist sozusagen nur Lakritze. Bisschen salzig. So. Salz ist weg, jetzt kommt die Lakritze. Oh. Ja, auch so Salmiak. Ja, wie gesagt, steht drauf. Oh. Top. Ich glaube, so einen kleinen esse ich noch. Am Totenkopf. Nicht schlecht. Da kommt mir gleich eine Träne. Ordentlich salzig. Oh. So, da haben wir noch was. Souffle. Sieht nach Himbeere, Erdbeere oder irgendwas aus. Oder Joghurt. Ruppen wir es auf und guckt mal rein. Das sind irgendwie Waffeln, Schokolade und Lakritze mit Salz. Aber schmeckt es gerade nicht. Und meine Zunge hat es gerade gekillt. Also meine Zunge hat es gerade gekillt mit der Lakritze. Unglaublich. Ich schmecke auf jeden Fall Schokolade. Und halt die Waffeln. Aber gut, sehe ich auch. Kann ich mir jetzt auch einfach nur einbilden. Weiß man so genau nicht.
Aber auch was Seichtes und auch nicht so süß. Da ist noch was. Tami. Permea, Trüffelatier, Teinen, Zucker, Schokolade mit Milch, Zlüffeling. Auf jeden Fall irgendwas mit Milch. Dunkle Schokolade. Und weich. Nougat. Eine weiche Nougatfüllung. Naja. Das ist nicht so meins. Und dann haben wir noch mal Kismet. Fazzarina. Mit Herz. Knick. Knack. Da kommt jetzt gleich Orange mit raus. Orangennote. Fazzarina ist Orange. Also ich mag ja dieses Orangenextrakt oder was weiß ich, was jetzt hier mit drin ist. Mag ich jetzt nicht so. Also, ich bleib dann eher so der klassische Fan von Schokolade. So bestimmten normalen Sachen, so mit Orange. So, wollen wir mal gucken, ob wir noch was haben? Nein. Ich glaube, das war's tatsächlich schon. Die Kiste ist leer. Außer Füllzeug ist hier nichts mehr drin. Es war nicht viel. Es war jetzt gar nicht mal unbedingt was ich noch nicht kannte. Also nur teilweise. Aber teilweise auch echt lecker. Also hier das mit dem Kaffee zum Beispiel. Oder gleich am Anfang, was hatten wir da gehabt? Nee, das war die Lakritze. Achso, hier. Die Dammel Originals. Das ist jetzt absolut meine Favoriten aus dem Paket. Zu dem geschmackszerstörenden Salmiak muss ich, glaube ich, jetzt nichts sagen. Schmeckt auch nicht schlecht, aber muss man halt wollen, ne? Und ansonsten so alles schokoladig, nussig, ein bisschen anderes Zeugs noch drin. Gar nicht mal schlecht. Aber so richtig was Weltbewegendes war jetzt eigentlich auch nicht bei. Nur zum Teil kennt man das halt alles. Also so Lakritze zum Beispiel ist jetzt ja gar nicht so ungewöhnlich. Auch in Deutschland isst man das ja gerne. Also ich zum Beispiel, Haribo macht das auch, nur halt meistens süßer. Aber ansonsten muss ich sagen, hat mir das gut geschmeckt. Und ich würde sagen, dann verabschieden sich Bodo und Ronny. Bis zum nächsten Mal. Den Abo-Button findet ihr hier, den Patreon-Button zum Unterstützen, wenn ihr das möchtet, um unseren Kanal weiterhin in Zukunft zu unterstützen. Dann dürft ihr es gerne tun. Ansonsten besucht uns auf www.nerdsheaven.de. Instagram, YouTube, Facebook. Auf Instagram gibt es immer einen Tag vorher ein Teaserbild oder ein Video, was dann als nächstes Video rauskommt. Einen kleinen Blick in mein privates Leben, soweit ich das zulasse, gibt es auch. Und wer Bock hat, kann mir natürlich auch schreiben. Ansonsten macht es gut. Bis dann. Ciao, ciao, euer Ronny.